Liebe Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer, liebe Ulmerinnen und Ulmer, liebe internationale Gäste, liebe Gäste aus der Region, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen zum offiziellen, leider ist es soweit, Abschluss des Internationalen Donaufests 2022. Wir haben fast 10 Tage Highlights hinter uns. Fast 10 Tage konnten wir uns begegnen, konnten wir uns austauschen, konnten wir miteinander feiern, konnten wir Freundschaften über Ländergrenzen hinaus bilden. Wir konnten uns an kulinarischen Highlights erfreuen. Es gab aus allen Donauländern wunderbares Essen und wunderbares Trinken. Wir hatten viel an Kultur, Vielfältigkeit aus den Donauländern, egal ob es Musik war, ob es Tanz gewesen ist oder auch beispielsweise Kunsthandwerk. Ich glaube, da war für jeden was mit dabei. Und ich sage auch an der Stelle, wir können sehr stolz darauf sein, dass dieses internationale Donaufest unter diesen Bedingungen so wunderbar stattfinden konnte, dass wir alle miteinander so richtig genießen konnten und miteinander feiern. Ja, es ist dennoch so, dass über diesem Donaufest natürlich ein kleiner schlechter Stern durchaus schwebte, der sicherlich den einen oder anderen auch ab und zu mal die Laune verdorben hat und natürlich insbesondere unsere Freundinnen und Freunde aus der Ukraine sich sicherlich schwer getan haben mit dem unbeschwerten Feiern. Dennoch sind wir unheimlich froh, dass wir einige von Ihnen hier bei uns begrüßen durften und dass Sie Teil dieses internationalen Donaufests gewesen sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Donau uns verbindet. Sie ist Sinnbild für das Miteinander, Sinnbild für die Verbindung zwischen den Menschen, zwischen den Völkern. Und genau das ist auch das Wichtige, diese Freundschaften zu bilden, Akzeptanz füreinander zu haben, Toleranz füreinander und Verständnis zu entwickeln. Dann ist für Hass und für Unverständnis kein Platz. Und genau aus diesem Grund soll für diesen internationalen Donaufest die Botschaft für Frieden und Solidarität ausgehen. Und um dieser Botschaft nochmal Gewicht zu verleihen, darf ich Sie nun bitten, eine gemeinsame Schweigeminute für die Opfer des Ukraine-Kriegs miteinander abzuhalten. Herzlichen Dank für das Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Ganz herzliches Dankeschön. Wenn ich so auf beide Ufer schaue, denke ich mir, das ist auch Europa. Wir sind Europa. Und die Erlebnisse in den letzten 10 Tagen haben uns bestätigt, es gibt viel Positives. Vor allem die Begegnung, Freundschaften, Menschen, die sich kennenlernen und Verständnis aufbringen, Freundschaften schließen und dieses Band entlang dieses großen europäischen Flusses ein kleines Stück weiter festigen. Und deshalb darf ich allen, die dieses Donaufest zweimal vorbereitet haben, einmal ist es ja ausgefallen, ganz großen Dank aussprechen für die großartige Arbeit, für die großartige Leistung, die sie abgeliefert haben. Das wirklich wunderschöne Donaufest
ist nur deshalb gelungen, weil sich ganz viele angestrengt haben und eine wirklich tolle Arbeit abgeliefert haben. Ganz großes, herzliches Dankeschön. Dankeschön auch allen, die zu uns gekommen sind. Oft aus tiefer Freundschaft. Mir geht es persönlich auch so. Ich habe mich über viele gefreut, die ich seit 3 Jahren nicht mehr wiedergesehen habe. Aber auch die neu gekommen sind und unsere Idee von Europa, die so konkret ist, an unseren Wurzeln anknüpft, aber weit in die Zukunft schaut, diese Idee zu verstehen und diesen Spirit aufzunehmen, der uns alle bewegt. Deshalb nochmal ein herzliches Grüß Gott und schön, dass Sie da sind an alle unsere Gäste, die auch als Standbetreiber an den Essenständen, die ihren Wein mitgebracht haben, die Musik gemacht haben, Schauspiel, Lesungen, was auch immer, die einen Beitrag für das Gelingen dieses Donaufestes geleistet haben. Auch hier ein ganz großes, herzliches Dankeschön und ein großer Applaus. Eigentlich in diesen Zeiten war das ein kleines Stück Auszeit. Und vielleicht ist es auch gut, dass wir uns eine Auszeit in diesen schwierigen Zeiten nehmen und uns besinnen, was Europa für uns ist, nämlich Demokratie, Freiheit, auch offene Gesellschaft, Rechtsstaatlichkeit. Und das ist auch eine Botschaft, die die Menschen in der Ukraine, auch die, die zu uns gekommen sind, geflüchtet sind, bewegt. Und deshalb sage ich für uns beide, aber auch für alle, die hier wohnen, Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Region, nicht nur aus den Städten, ganz herzliches Dankeschön und lassen Sie uns besinnen auf diese gemeinsame europäische Idee. Sie ist wichtiger denn je. Jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Morgen ist noch offen. Also wer jetzt noch die Gelegenheit nutzen will, die letzten Stände zu besuchen, um einzukaufen, der soll es machen. Ich glaube, es gibt Rabatt morgen. Stimmt es? Und ich hoffe, dass wir uns alle freuen, in 2 Jahren uns wiederzusehen. Es hat uns richtig gefehlt. Umso mehr freuen wir uns, dass es gelungen ist. Und nochmal ein herzliches Dankeschön und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Üblicherweise trinkt man in Lang der Donau immer einen Schnaps, bevor man heimgeht. Nicht für die Autofahrer, aber die anderen schon. Und genießen Sie diesen wunderschönen Sommerabend und freuen Sie sich, dass es gelungen ist. Ganz herzliches Dankeschön.